Seit fast 600 Jahren beherbergt die Sankt-Bafo-Kathedrale in Gent ein kunsthistorisches Juwel, den Genter Altar. Die Menschen hier sind mit diesem Meisterwerk aufgewachsen. Der Maler Jan van Eyck und sein Bruder Hubert haben es geschaffen. Ich habe ihn zum ersten Mal mit 12 Jahren gesehen, weil alle Schulklassen den Genter Altar besichtigen. Er hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe von meinem spärlichen Taschengeld eine Kopie gekauft, die ich wie einen Schatz gehütet habe. Es handelt sich um das größte Ölgemälde seiner Zeit und besteht aus 24 Tafeln. Mit Christus als mystisches Lamm in der Mitte. Dieses Lamm wirkt nicht leidend, sondern erhaben. Trotz des Kreuzes und der Objekte der Passion Christi drumherum erfüllt es einen mit Freude. Jan van Eyck präsentiert dieses majestätische Retabel 1432. Anschließend entfaltet er sein Talent im benachbarten Brügge, das in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts eine Blütezeit erlebt. Als Jan van Eyck sich mit 40 Jahren dort niederlässt, ist Brügge der wichtigste Finanzplatz Nordeuropas. Eine Stadt der Händler, Bankiers und Handwerker, in der die Zukunft Einzug hält. Von dieser brodelnden und prunkvollen Gesellschaft getragen, revolutioniert van Eyck die flämische Malerei. Dank seiner meisterhaften Technik wird er zum ersten flämischen Maler, dem derart realistische Werke gelingen. Er porträtiert auch erstmals Personen, die weder dem Adel noch dem Klerus angehören und begründet damit die profane Malerei. Im 15. Jahrhundert ist Brügge ein angesagter Ort und Jan van Eyck ist eine ebenso große Bereicherung für die Stadt wie sie für ihn. Brügge wird auch als Venedig des Nordens bezeichnet. Zahlreiche Kanäle durchziehen seit Jahrhunderten die Stadt. Im 15. Jahrhundert macht sie Venedig sogar ernsthaft Konkurrenz, als Handelsmacht und reichste Stadt in Nordeuropa. Die exotischen und seltenen Produkte, die dort zu finden sind, lassen jedes Malerherz höher schlagen. Brügge wurde zu einem Handelsknoten, an dem Waren aus dem Nord- und Ostseeraum sowie aus der Mittelmeerregion aufeinandertrafen. Diese beiden Handelsströme flossen hier zusammen. Dadurch erlebte Brügge ein goldenes Zeitalter und stieg zu einer bedeutenden Wirtschaftsmacht auf. Nach Brügge wurden Luxusartikel importiert. Die Genuesen brachten Seide mit, aus dem Orient wurden Gewürze eingeführt, aber auch Farbstoffe, was für Jan van Eyck von Interesse war, wie zum Beispiel Weid, Krapp oder Indigo. Hier stand Jan van Eyck alles zur Verfügung, was er für seine Malerei brauchte. Aufgrund seiner exzellenten Farbbeherrschung gilt van Eyck lange Zeit als der Erfinder der Ölmalerei. Doch er perfektioniert sie lediglich, indem er die Lasurtechnik anwendet, bei der mehrere Farbschichten übereinander aufgetragen werden. Dadurch gelingt ihm eine höchst realistische Wiedergabe von Licht und Schatten. Es ist eine kleine Revolution, die vom Atelier des Künstlers im Viertel um die St.-Gilles-Kirche ausgeht, wo viele Händler auf ihrer Durchreise Station machen. Die quirlige Stadt ist ein Magnet für fortschrittliche Köpfe und moderne Ideen. Hier hat van Eyck angeblich Zugang zu einem seltenen Buch, dem Schatz der Optik des arabischen Gelehrten Al-Hazen, der bahnbrechende Erkenntnisse zu Licht und Optik lieferte. Van Eyck verleiht der Malerei eine neue Perspektive, indem er Dimensionen und Tiefe perfekt wiedergibt, einschließlich der Landschaft im Hintergrund. Von seiner Umgebung inspiriert, malt er ideale Städte, die im 15. Jahrhundert als göttliche Kreationen angesehen werden.
Die mittelalterlichen Städte waren von vielen großen und kleinen Türmen geprägt. Auch die Häuser der städtischen Elite waren mit Türmchen verziert. Die urbanen Landschaften in Van Eycks Werken sind nicht realistisch in dem Sinne, dass es diese Städte wirklich gab, sondern in Bezug auf die Architektur. Ich hatte immer den Eindruck, dass Van Eyck Eindrücke von Bauwerken aus aller Welt im Kopf hatte und diese vermischte. Die Stadt hatte auch eine religiöse Bedeutung für ihn, als Symbol für das himmlische Jerusalem. Jan van Eyck ist ein hervorragender Landschaftsmaler. Doch zu einem unangefochtenen Meister wird er vor allem in der Porträtmalerei. Er wird zum Hofmaler Philipps des Guten ernannt, des Herzogs von Burgund, dessen Familie seit etwa 50 Jahren über Flandern herrscht. Sein Hof gehört zu den angesehensten jener Zeit. Der Herzog hat Brügge zu einer seiner Hauptresidenzen gemacht. Aus dieser Epoche ist das einstige Stadtpalais der Familie van Grüthuyse erhalten geblieben, das zum Teil aus dem Jahr 1425 stammt. Ihren Reichtum verdankt die Familie ihrem Monopol auf Grut, das als Würzmischung für Bier dient, bevor sich das Hopfenbier durchsetzt. Die reich verzierten Innenräume vermitteln eine Vorstellung vom Leben der Aristokratie. Wenn Jan van Eyck nicht für den Herzog arbeitet, malt er Porträts im Auftrag von Adligen. Diese Bildnisse haben im Mittelalter eine wichtige politische Bedeutung. Die Genealogie, also die Darstellung der eigenen Abstammung, spielte eine wichtige Rolle für den Adel. Das hat vermutlich etwas mit dem Hundertjährigen Krieg zu tun, in dem die Legitimität der Machthaber angefochten wurde. Die Abstammung lieferte ihnen einen zusätzlichen Legitimationsgrund. Indem er auf die Nachfrage dieser Elite eingeht, führt Jan van Eyck die Porträtmalerei in die Moderne. Das Porträt von Kardinal Niccolò Albergati zeigt den Dargestellten im Dreiviertelprofil und nicht im Vollprofil, wie es früher üblich war. Seine vollendete Maltechnik ermöglicht ihm eine im höchsten Maße wirklichkeitsgetreue Darstellung. Früher waren Porträts sehr idealisierte Darstellungen. Sie waren nicht realistisch. Die dargestellten Personen waren häufig sehr blass und makellos. Bei Jan van Eyck sieht man feuchte Augen, Falten, schlecht rasierte Stellen und sämtliche Hautmakel. In seiner Vorstellung war der Mensch eine von Gott geschaffene Kreatur, ob sie nun schön war oder nicht, und deshalb mit einem Ideal gleichzusetzen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Jan van Eyck das Licht erstmals als ein Mittel eingesetzt hat, um die physische Präsenz der dargestellten Person zu verstärken und sie dreidimensional erscheinen zu lassen. Dadurch wirkt sie lebendig. Jan van Eyck wird zum präzisen Beobachter der Mächtigen seiner Zeit. Adel und Klerus sind eng miteinander verbunden, wie dieses Stadtpalais zeigt. Seine Kapelle geht direkt in die angrenzende Kathedrale über. So konnte Ludwig von Grüthuyse bequem von zu Hause aus an der Messe teilnehmen. Das war ein enormes Privileg, das man als eine Art Abkürzung ins Paradies auffassen konnte. Seine Werke zeichnen sich nicht nur durch einen neuartigen Realismus aus, sie enthalten auch zahlreiche Details aus der damaligen Zeit, wie zum Beispiel Kleidung und Trachten. Es ist ein Bruch mit den Traditionen der religiösen Darstellung. Sein Gemälde Madonna des Kanonikus Georg van der Pale strotzt nur so vor prächtigen Details.
Solche Luxusgüter wurden hier produziert. Es gab Hunderte von Handwerkern, Malern, Miniaturmalern, Goldschmieden und Webern. Er hat das alles hier vorgefunden. Und all diese Gegenstände tauchen in seinen Werken auf. Zu van Eycks Verdiensten gehört auch, dass er die Realität einer Bevölkerungsgruppe malt, der diese Ehre sonst nie zuteil wird. Doch im Laufe der Zeit vollziehen die Händler von Brügge einen bemerkenswerten Aufstieg. Im Herzen der Altstadt rivalisiert ein Bauwerk mit den umliegenden Kirchen, da es alle anderen Gebäude überragt. Der Belfried. Der Belfried ist ein Glockenturm, der typisch für Flandern, aber auch für Nordfrankreich ist. Er symbolisiert die Gemeinde und damit die Unabhängigkeit gegenüber dem Prinzen. Man wollte damit den Kirchen Konkurrenz machen. Im 12. Jahrhundert wurde die Stadt von Kirchtürmen geprägt. Später kamen immer mehr weltliche Gebäude hinzu, wie der Belfried, das Schöffenhaus, das Rathaus. Patrizier und Kaufleute, die durch den Handel reich geworden sind, verwalten die Stadt und treten als regelrechte Mäzene in Erscheinung. Sie lassen vornehme Gebäude errichten, wie die Bürgerloge oder das Rathaus. Diese Leute werden zu Jan van Eycks Kunden, wie der italienische Händler Arnolfini, der dieses Gemälde bei ihm bestellte. Durch solche Porträts machen sie dem Adel Konkurrenz. Diese Sitte zeugt aber auch von einem gesellschaftlichen Wandel, bei dem das Individuum in den Vordergrund tritt. Jan van Eyck selbst betont seine Individualität, indem er seine Werke signiert, was damals unüblich war. Zudem porträtiert er vertraute Personen, die ihm nahestehen und ähnlich sind. Das erstaunlichste Porträt ist das von Jan de Leeuw, einem Goldschmied aus Brügge. Er ist die erste nicht adelige Person im Mittelalter, die porträtiert wurde. Jan van Eyck ist der Erste, der seine Kollegen malt und nicht nur Kanzler Rollin oder andere Würdenträger. Es gibt auch ein Porträt von Margarete van Eyck. Das war das erste Mal, dass ein Maler seine Frau malte. Die Experten haben viele Theorien zu der Frage aufgestellt, warum er das getan hat. Man weiß es nicht. Jan van Eyck war eine außergewöhnliche, revolutionäre, geniale und rätselhafte Persönlichkeit. Er wird immer ein Geheimnis bleiben. Jan van Eyck war durch und durch Erneuerer. Die etwa 20 Werke, die noch erhalten sind, demonstrieren das vielfältige Talent des Künstlers. Im kosmopolitischen, prunkvollen und modernen Brügge des 15. Jahrhunderts stellt er den Menschen ins Zentrum seines Werks und nimmt dadurch den aufkommenden Humanismus und die Renaissance vorweg.